Und herzlich willkommen bei Mingo TV. Heute habe ich ein sehr brisantes Thema. Letztes Mal saß ich zu Hause, ja, und ich hatte wieder kein Buch zu lesen. Und ich habe so ein bisschen rumgeguckt, was so alles in meinem Bücherregal steht. Und siehe da, ich wurde fündig. Ich habe ein Buch noch nicht gelesen gehabt. Das hat mir ein befreundetes Ehepaar geschenkt. Das hatten sie zur Hochzeit geschenkt bekommen und sie waren so begeistert, dass sie es uns geschenkt haben. Das Buch heißt Hautnah. Es ist ein christlicher Eheratgeber für die sexuelle Beziehung innerhalb der Ehe. Und ich bin auf folgenden Satz gestoßen. Das Buch an sich ist wirklich nicht schlecht. Ich habe mir ein paar Anregungen geholt. Ja, es ist doch die Überschriften. Soll ich mal die Überschriften vorlesen? Stehen hier vorne alle untereinander. Ein Vergnügen soll es sein. Gottes Entwurf für die Ehe, okay, ist okay. Die Liebe erneuert. Die grundlegenden Tatsachen. Ein Fleisch sein. Die praktische Seite. Häufige Probleme, Erfüllung bis zum Orgasmus, Impotenz, kein Schicksal für immer, sexuelle Vertrautheit, die vollkommene Ehefrau, aus deren Kapitel ich euch gleich etwas zum Besten geben werde, Empfängnisverhütung natürlich, ja, Sexualität im Alter von 60, 70, 80 Jahren, da habe ich gelernt, okay. Die 70, 80-Jährigen sind die schlimmsten anscheinend. Oder die haben es noch richtig drauf. Da darf man ja gespannt sein, wie das so ist. In 60 Jahren. Ja, aber dieser Satz, den ich euch jetzt vorlesen möchte, oder dieser Abschnitt, das Buch an sich finde ich wirklich gut. Ja? Stehen nicht viele falsche Sachen drin, auch viele gute Ratschläge. Ich bin heiser. Aber hier, das fand ich doch ein starkes Stück. Nee, hier steht, ne, zur vollkommenen Ehefrau. Manchmal werden sie auch sehr müde sein und sich etwa so sexy vorkommen wie ein alter, ausgeleierter Strumpf. Aber ihr Mann nähert sich ihnen mit eindeutigen Wünschen. Nichtchristliche Therapeuten raten, dass eine Frau auch lernen müsste zu sagen, tut mir leid, aber heute Abend habe ich einfach keine Lust. Meine Meinung dazu als christliche Ehefrau ist allerdings, dass wir uns auf den Herrn verlassen können, dass er uns die Kraft und die Fähigkeiten gibt, herzlich und bereitwillig auf die Wünsche unserer Männer zu reagieren, ganz gleich wie müde wir sind. Wenn wir das in unser Gebet aufnehmen und Gott vertrauen, dass er uns die Kraft gibt, die Bedürfnisse unserer Männer zu stillen, dann stellen wir oft nicht nur fest, dass wir es tatsächlich schaffen, sondern dass wir diese Erfahrung sogar sehr schön finden. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier, ich will jetzt hier kein über mein sexuelles Leben, ja? Will ich ja nicht sagen. Ja? Ich finde alles sehr okay. Sehr okay. Aber natürlich darf ich auch mal Nein sagen. Also hör mal, wenn das hier nach ginge, ja? Ja? Ich glaub's ja wohl. Nee. Männer dürfen auch sagen, dass sie nicht wollen. Also. Ne? Also, nee. Also, stand noch einige Sachen drin hier bei der perfekten Ehefrau. Nö. Ihre äußere Erscheinung. Was am wichtigsten ist, eine kluge Ehefrau streitet nicht. Sie wird ihren Mann glücklich und zufrieden erhalten, indem sie seinen Wünschen gerne nachgibt oder sich seiner Meinung anschließt. Das ist doch langweilig für den Mann, oder? Ich meine doch, man muss seine eigene Meinung vertreten. Das ist der Haupt. Das ist der Teil, der mir in meiner Ehe so viel Spaß macht. Ausdiskutieren und viel, viel reden miteinander.
Und ich glaube, Samuel wäre absolut gelangweilt, wenn ich immer seiner Meinung wäre. Also, das geht doch gar nicht. Hä? Was wollen die uns hier verklickern? Ja, ansonsten wirklich sehr gute Ratschläge. Ansonsten könnte ich das gerne mal durchlesen, das ganze Buch. Das ist sehr interessant. Man wird total von oben bis unten aufgeklärt, wie alles funktioniert. Oh mein Gott, da stehen so viele peinliche Wörter drin. Das kann man gar nicht vorlesen alles. Auch an die Beleuchtung im Schlafzimmer soll man denken. Manche Frauen sind eher fähig, sich ganz loszulassen und die höchste Freude am Geschlechtsverkehr zu haben, wenn das Zimmer nur schwach beleuchtet oder ganz dunkel ist. Drei physiologische Stufen. Oh meine Güte. Ja, es war äußerst an. Also, es wäre sehr interessant. Sehr interessant, als ich mir das durchgelesen habe, das Buch. Ich habe es nicht durchgelesen, ich habe es so durchgelesen und das gelesen, was mich interessiert hat. Und, ja. Man kann sich dazu zwei nachigen Gedanken machen. Zum Gedanken anregen dient es auf jeden Fall. Gut, das war mein Beitrag heute für Mingo TV und ich hoffe, ihr habt einen sehr schönen Tag. Die Sonne ist schon wieder weg. Heute schien eigentlich die Sonne. Und, habt einen schönen Tag. Irgendwas wollte ich noch sagen. Egal. Beim nächsten Mingo TV fällt es mir bestimmt wieder ein. Okay, ciao.